Hallo und herzlich willkommen hier auf Darkwire. Ich bin der Andreas und ich baller mich hier gerade durch Wolfenstein 2. Wir sollen... ich sehe da oben. Okay, wir sollen nämlich nach oben, wurde uns gesagt. Und ich hatte mich schon gefragt, wo sollen wir denn hier noch hoch? Aber okay, da sollen wir hin. Was ist das, eine Leiter oder so, ne? Okay, guck mal da hin. Hey. Hier drüber wahrscheinlich, ne? Moment mal eben. Oh, da konnten wir noch was mitnehmen. Warum habe ich die jetzt weggeschmissen? Wobei, wir können die sowieso nicht mehr mitnehmen. Wenn wir da eine Leiter hoch müssen, dann ist vorbei mit der schönen Waffe. Aber vielleicht kommt ja noch jemand auf dem Wege. Damit erreicht. Jupp. Brauchen wir nicht. So. Da war die Stange. Bum, bum, bum. Gucken. Tuck. Ist mal hier drauf? Wahrscheinlich. Okay, klappt. Alles wunderbar. Wir sind oben. Da geht's nach unten. Einmal kurz rumspaziert. Wir haben ja gerade sonst nichts zu tun. Es ist schön ruhig, es ist friedlich. Luft ist nicht sauber, aber okay. Es riecht nach Leichen. So. Und schon ist die Waffe weg. So, wo geht's hin? Aber da oben ist doch nicht viel, oder? Ach du Scheiße. Wow. Sieht ja aus wie aus einem Anime oder so, ne? Oder wie bei Avengers. Das muss der Odin-Hauptleitstand sein. Ich komme, Anya. Ich komme, Anya. Anya, ich komme! Können wir den von hier erwischen? Oh, ich glaube. Komm, geh kaputt. Nicht da um die Ecke gehen. Nicht da um. Oh, da ist der nächste. Ne, wir gehen hier oben weg. Wir gehen lieber hier unten hin. Mal um! Ah, du Penner, was ist denn? Ne, hier hast du nichts zu suchen. Oh. Ey, was? Der Bums da. Wow! Wer ist das? Scheiße, was passiert denn da gerade? Fuck! Was ist das? Oh, sieht schlecht aus für mich. Oh, die ist ja leer. Warum sagt das denn niemand? Hallo? Nein. Weg hier. Gibt's hier irgendwo ein bisschen Energy für mich? Energy. Hallo, Kommandant. Wie geht's Ihnen? Axt. Kack die Wand an. Oh, ich habe ein bisschen Energie. Okay. Was war denn jetzt hier los? Geh mal kurz hier hoch. Okay, wo sind wir jetzt? Ah, da haben wir doch was. Kann ich mir die ganze Szenerie da gar nicht in Ruhe angucken. Holy shit. Wo seid ihr? Ach, so ein Fetter ist da. Buh. Komm hier. Ruhe. Komm, jetzt ich. Warte, wenn ich die treffe. Du. Wow. Ist hier? Hallo. Alter. Geh doch mal kaputt. Du sollst kaputt gehen. Was haben wir denn Schönes? Ein paar Granaten. Ja.
Sehr gut. Du auch noch. Och, da ist ja auch einer. Du Penner. Schön, dass du bald da bist, William. Bin ich das? Hallo. Ach du blödes Ding, du. Ja, wo schieße ich denn hin? Mann. Es ist wieder Ruhe. Frieden. Das ist schön. Granaten, ein bisschen was einsammeln. Wer weiß, was uns da noch erwartet. Das war da oben. Aha, okay. So, jetzt können wir doch mal gucken. Wo kam das Vieh her? Geil. Guckt euch das an. Boah. Habe ich den Kommandanten? Wo waren die? Die waren hier drin, ne? Habe ich denn die Kärtchen abgenommen? Die. Viel ist nicht mehr übrig von denen. Schwer zu sagen. Die waren doch hier, oder? So. Ich habe es im Eifer des Gefechts nicht so ganz mitbekommen. Jawohl. Ah, da sind auch noch Geschütztürme gewesen. Okay. Was war das? Ach so. Ist der Himmel hochgefahren gerade, oder? Dieser Bühne, wie beim Flugzeugträger. Oh, ich finde das so geil. Wir fliegen nur nicht. Wir schweben einfach nur. Man sieht da hinten, ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme sieht, man sieht das Ende der, oder den Knick der Skybox. Das ist ja immer ein Würfel hier. Und da sieht man genau die Schnittkante. Nicht schön. Alles einsammeln. Was habe ich denn? Oh, ich habe diese Scheißwaffe. Die mag ich ja gar nicht. Ich kann die irgendwie nie so richtig unterscheiden. Haben wir noch ein paar andere Wummen hier? Was ist das für eine? Ah, das ist auch die Blitzwaffe. Okay. Na gut, ich glaube, wir müssen weiter hoch. Was hattest du für eine Wumme? Die ist leer, okay. Das ist blöde, wenn die leer ist. Na gut. Aufi. Oh, schon ist die Waffe wieder weg. Hätten eh nicht mit hochnehmen können. Na gut. Fetzig. Ich höre doch wieder jemanden. Ich höre doch. Oh, du blödes Vieh. Kriegst du dich auch so kaputt? Nee, nichts verstärken. Das sag ich doch jedes Mal. Boah. Oh, wer ist es? Noch so ein Vieh? Kann nicht wahr sein. Was ist denn hier los? Wo jetzt? Nein, natürlich. Oh, was ist das denn? Also. Nee. Sollst nach Hause gehen, du sollst nach Hause gehen. Hol dir noch mehr! Anscheinend. Okay, ich hab den Boden getroffen. Was hast du hier für eine Wumme? Ah, die ist schön, ja, die ist schön. Okay.
das mitnehmen? Nicht rein, nein. Limit erreicht. Leer. Das schaut so fesch aus. So. Captain an Deck. Hat wieder irgendwer Romane für mich hinterlassen? Irgendwas Spannendes. Shield haben wir ja noch genug. Oh, diese Kanonen hier. Flakgeschütze. Okay. Und Leiterchen wieder. Das heißt, ich kann meine Waffe nicht mitnehmen. Ist doch scheiße. Uns noch mal. Ich finde die geil. Boom. Naja, wir können sie nicht mitnehmen. Von daher, wie gesagt, ich schmeiß der jetzt wieder weg, wenn wir da hochgehen. Und weg ist er. So. Noch eine Etage. Super. Nicht rumballern? Das wäre doch mal cool jetzt. Was ist das denn? Kommandogewehr. Die ballert aber nicht. Wie ballert die? Oh, was ist das? In der Mitte bewegt sich was. Die muss erst aufgeladen werden und dann... Ach du Scheiße. Was ist das denn für ein Teil? Okay. Das heißt aber nichts Gutes, ne? Wenn jetzt hier so eine Waffe liegt, dann erwartet uns etwas ziemlich Übles. Irgendwo. Ja. Ach, da ist ja noch ein Commander. Wieso habe ich den vergessen? Scheiße. Ne, die Karte muss ich mir noch holen. Die brauche ich doch für die Enigma-Maschine, ne? Du musst mal eben hier bleiben. Ich muss noch mal kurz runter. So. Wo kommst du denn her? Gib mir die Karte. Lass, danke schön. So. Gucken, was jetzt gleich passiert. Das heißt, was hier? Oh. Oh, oh. Wir fahren nach oben. Erwartet uns was Großes. Oh. Ich glaube. Oh. Moment. Da können wir mit der Waffe, glaube ich, nicht viel machen. Wer ist es? Ja, er ist der hier. Scheiße. Hey, was ist denn jetzt los hier? Hey, seid ihr bescheuert? Oh, für mich sieht es ja schon schlecht aus. Ist hier irgendwo hier? Du Penner. Ne, das müssen wir anders angehen. Was ist denn da jetzt los? Moment.
Wie machen wir das? Wir fahren. Also jetzt muss ich jedes Mal die Waffe wieder aufheben, weil ich die gerade nicht aufgehoben habe. Mal eben gucken. Ich habe da gar nichts mehr. Scheiße, die muss ich aufladen. Dann nehmen wir für die. Nehmen wir hier die. Was habe ich jetzt genommen? Ich will die hier. So, nehmen wir die. Ist sie aufgeladen? Nein, ist sie nicht. Dann nehmen wir die jetzt mit. Dann müssen wir mal checken, wie wir das machen. Peng, peng, peng. Wir gehen direkt mal hier hin. Komm, renn mal ein bisschen schneller. Renn mal schneller. Weg damit. Hier eine Ladestation. Hallo. So. Gucken wir, was ist das hier? Energie brauchen wir gerade nicht. Dann lassen wir es mal lieber hier liegen. Oh, hallo. Wird schön da. Achso, das ist der gleiche Raum, ne? Wow, was ist das? Was ist das? Wupp. Da. Aufladen. Was? Die wollte ich doch haben. Watch! Pleng! Ach du Scheiße, kommen wir noch mehr, oder? Boah, geil! Ja, wieso hab ich denn die jetzt? Ich hab nicht ganz mitgekriegt! Penner! Was? Was? Oh du Scheiße! Oh du Scheiße! Oh, frohe Weihnachten! Boah! Fuck! Ich muss die Waffe wegwerfen. Nee. Ey, Alter! Raus hier! Wo ist die andere? Ach, dafür brauche ich die eine Wumme, ne? Wir nehmen erstmal die hier aufladen. Haben wir hier irgendwo Volaris. Volar Energy. Da. 40. Wir brauchen die Atomwaffe oder was auch immer das da ist. Oh. So. Ist das einer von den Großen? Der ist aber nicht kaputt gegangen. Fuck. Fuck, 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 fuck. Fuck, was ist das? Oh, wieso? Hä, hat der... Der hat genauso eine Waffe wie... Alter. Moment. Aufladen. Wo bist du? Ich muss dich anvisieren. Moment. Boom. Hol den auf, fuck. Ja. Stolpern oder was? Boom. Ich hätte glaube ich noch nicht aufhören wollen. Oh nein, Penner! Nein, die will ich jetzt auch nicht. Was hab ich denn jetzt gemacht? Wo ist meine Wumme? Da. Nimm sie.
Oh! Alter, hau ab. Nein, der reicht. Shield. Shield ist gut. Kann mich jetzt nicht gebrauchen. Wo bist du? Boah. Boom. Oh, fuck. Moment, ich höre dir tapsen. Von welcher Seite höre ich dir tapsen? Oh, der eine ist kaputt. Boah, mir wird warm. Hektik pur hier. Oh, ich wollte nichts wegwerfen. So, der eine ist erledigt. Einen haben wir. Ah. Wo bist du? Komm, nochmal. Nein! Oh, meine Nerven. Glaube ich noch 10 Schuss noch. Alter, geh kaputt. Ja, ja. Ah. Ah. Da stehen sie. Und? Wow. Ist da noch einer? Ja, klar. Penner. Was soll der Scheiß denn? Hören Sie das, General? Sie sind alt und schwach. Jawohl. Ihr Untergang steht bevor. Wow, 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 wow. Heftiger Kampf. Das heißt, wir nähern uns doch tatsächlich langsam dem Finale, oder? Mal ein bisschen auftanken hier. Krass. Geil, geil. Also ich fand's mega. Hier waren wir gar nicht. Haben wir ja irgendwas Schönes? Ne, hier haben wir nichts Schönes. Ein paar Patronen, okay. Schön, schön. Ein hübscher Arbeitsplatz, ne? Hier war ich auch nicht drin. Okay. Brauchen wir alles nicht. Und von daher ziehen wir weiter. Wir müssen... Ist hier ein Fahrstuhl oder was ist hier? Moment. Ne, ist eine Leiter. Okay, das heißt... Wir können die Superwumme gar nicht mitnehmen. Schade. Boah, hab ganz feuchte Finger gekriegt jetzt gerade. Blöderweise hatte ich die auch noch eingecremt. Ich habe heute mit Sekundenkleber rumgearbeitet. Und wie so oft, der meiste Sekundenkleber ist auf meinen Flossen gelandet. Deswegen hatte ich mir jetzt nochmal eingecremt, damit sich das Ganze wieder ein bisschen löst. Ist ein bisschen rutschig am Gamepad. Kipp um. Na. Was? Trittleiter? Müssen wir jetzt hier hoch? Achso, hier die Leiter auch?
Also die Stufen. Oh, können einfach hochlaufen. Okay. Komm ganz langsam. So, dup, 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 dup. Das sieht doch. Boah, sieht das geil aus. Bis auf die Ecke der Skybox. Sieht man die andere Ecke auch? Nee, da sieht man es nicht so. Kann man nicht reingucken. Hier ist verschlossen. Da, 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 da. Jagdflieger. Zum Lesen halten. Postkarte vom Kanzler. Engel, die Nachricht hat mich heute Morgen erreicht. Ich muss zugeben, ich hatte Tränen in den Augen. Ich sage es seitdem immer mal wieder laut auf. Terror Billy ist tot. Welch magische, mächtige Worte. Ich bin stolz auf Sie, Engel. Ihn zur Strecke gebracht zu haben, ist wichtig für unser Land und für mich. Erinnern Sie sich daran, wie ich ihn gefasst habe, Engel? So viele Dinge passieren in meinem Leben. Es ist schwer, sie nicht zu vergessen. Ich erinnere mich an ein Tal in den Bergen Bayerns. Der Himmel glüht rot vom Sonnenuntergang. Es beginnt zu regnen. Die Tropfen fallen wie Kugeln zu Boden. Ich befinde mich in einem dieser mechanischen Roboter, die General Strasse für mich gebaut hat. So wunderschön. Ich zerquetsche den jämmerlichen Terroristen mit meiner eigenen, mit meiner eisernen Faust. Ja, jetzt erinnere ich mich. Mit meiner eisernen Faust. Blut, Stahl, meine Bestimmung. Ich arbeite an einem Film, Engel. Es geht darum, wie ich alleine Terror Billy gefasst und getötet habe, mit bloßen Händen. Ich werde Ihnen das Drehbuch schicken. Sie werden es lieben. Ich werde bald einen Schauspieler finden, der Terror Billy spielen kann. Ja. Ja. Ja, ne? Hat er gefunden. Nichts. Kommen wir da durch? Nein. Odin, Hauptleiter öffnen. Große Tür. Uhuhuhu. Okay. Achtung! Wow! Scheiße. Ja, Leute, sorry, muss ich euch zensieren. Geil. Wow. Ich kacke ab. Bisschen Tarantino-mäßig, Schatz, ne? Ich glaube, mir reicht's. Alles in Ordnung? Mir geht's gut. Leck mich. Wir haben da ein Schiffsschlampe. Mann, oh Mann, Frau Engel redet immer noch Müll. Hören wir vielleicht mal die Käfer endlich. Darf ich hier bleiben? Ich kann dabei einfach nicht mitmachen. Ist in Ordnung. Sie haben alles gegeben. Nun zum Rest von euch. Sind alle bereit für die Revolution? Du, du. 13 ungelesene Tutorials. Ja, Tutorials lesen, das ist immer so eine Sache. Wie Beschreibungen und Baupläne und dergleichen, ne? Liesel Movie coming soon. Legen wir los.
Blitzmensch Hero. Stopp, Günther! Stopp! Okay, ich hab gar keine Waffe. Scheiße, bleib auf Sendung, Liebling. Günther. Na dann leg mal los. Oh, Fernsehstudio, super. Mein Gott, das ist unmöglich. Oh Gott, töten Sie mich nicht, bitte töten Sie die mich Käfer nicht. Die Käfer treten auf. Wir lassen alles weiterlaufen. Ich hab sie sterben sehen. Na hier? Das kann nicht sein, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Geh auf Sendung. Ihr großer Auftritt, Terror Billy. Hallo? Spüren Sie ihn kommen, General. Okay. Ihren Untergang. Wunderbar. Oh, jetzt haben wir gar nicht viel mehr mitgekriegt, oder? Also, willkommen zurück. Begrüßt eine wahre Heldin. Komme ich nicht drüber? Einen der größten Namen, den wir je in der Sendung hatten. Die Geißel der Terroristen. Ja, alles nur Pappaufsteller hier. Damit rennen durch. Nee. Also, General, ich frage einfach mal ganz direkt. Oh, Applaus. Erzählen Sie uns über Terror Sympathies. Wie war das für Sie? Bestimmt ein ziemlich emotionaler Moment. Okay. Oh nein, Jimmy! Ich Jimmy! Noch, als ich meinen Säbel cool, ne? Dachte, jetzt sind wir sicher. Terror Billy, eine schreckliche Bedrohung. Ein Dämon in Menschengestalt. Ich drück immer falsch. Und die kriegen da nicht mit, dass hier jemand am Fahrstuhl rumfährt. Ich bin der einzige Lebendige hier zwischen. Das sehen die da unten nicht. Ich kann wieder speichern. Alle drei Schritte speichern. Bringen wir sie zur Strecke. Wie William Joseph Blazkowicz werden sie brennen. Keine anständigen Menschen mehr bedrohen. Das wird persönlich geregelt. Ja. Für Sie, Carolina. Ja, 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 genau. So, also werfen kann genau. Ich nicht von hier. Wow. Ah, da stark. Hinten muss ich noch hin. Okay. Stark. Sie haben es. Aber es soll ja auch persönlich sein. Angesicht zu Angesicht. Und es war ziemlich unschön. Aber wir sind am Ende dann, oder? War das gerade schon der finale Kampf? Ich konnte nur daran denken. Oder kommt jetzt noch was? Dieser Mann, mir meine Geliebte. Und er war schon ziemlich heftig mit den Riesendingern. Genommen hat. Was zum Teufel? Was für heilige Scheiße! Terror Billy! Ich hab sie getötet! Hast du das? Upsala! Ja, jetzt holt mir das wieder. Na? Okay. Lady, wir haben sie nicht drauf. Das wird wohl nicht reichen. Sie sind jetzt unter Wölfen. Das ist unser Revier. Das Auge rausgeplatzt. Meine Brüder und Schwestern der Vereinigten Staaten von Amerika. Hört nicht auf diese verlogene Schlampe! Das Regime wird endlich kriegen, was es verdient. Ab heute lassen wir uns das nicht länger gefallen. Amerikaner. Amerikaner. Wo ihr auch seid. Ich wünschte, ich hätte Worte der Zuversicht. Wie die warmen Winde, die der General von oben herabgeschickt hat. Aber von mir erhaltet ihr keinen Trost, sondern die kalte, quälende Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass dieses großartige Land vergewaltigt und geplündert wurde vom größten Feind unserer Zeit. Ihr sollt eure Freiheit eintauschen
und erhaltet dagegen Sicherheit. Ihr sollt niederknien vor einer neuen Ordnung, euch dem Wandel fügen. Doch meine amerikanischen Brüder, wisst ihr, wer Wind sieht, der wird auch Sturm ernten. Oh, zu Ende. Ihr stammt aus einem Land der Freiheit. Ihr habt gegen die alten Könige gekämpft und sie besiegt. Ihr habt euer Leben für die einfachste und reinste aller Wahrheiten gelassen. Gebt mir Freiheit oder gebt mir den Tod. In euren Adern fließt das Blut von Revolutionären. Also schwingt heute Nacht eure Pistolen, eure Messer und eure Fäuste. Findet eure Unterdrücker, wo immer sie sind, und sagt ihnen: Wir wollen nichts, rein gar nichts von euch. Heute Nacht zeigen wir jenen, die den Wind sehen, dass wir der Sturm sind. Okay. Spitzenklasse, Wyatt. Super gemacht. Ich war nervös, hat man's gemerkt? Scheiße, ja. Aber passt schon. Dann mal los. Anja. Du machst mich stark und gleichzeitig schwach. Willst du mich heiraten? Oh, William. You're so condescending. So, den Nachspann habe ich jetzt mal ein bisschen... Oh, es geht noch weiter. Habe ich jetzt mal ein bisschen zusammengestaut, da es sonst immer Probleme gibt mit der Musik. Copyright-Probleme. Ich habe auch schon 2 Urheberrechtsansprüche auf andere Videos. Ich glaube Brutal Doom und das mit den Fröschen, dieses Horrorspiel. Okay, Blaskovic. Während die es krachen lassen und Revolution machen, Enigma-Maschine und die Kriegskarte. Ich unterstütze sie per Funk. Ebnen wir den Weg für unsere Leute am Boden. Ja, gute Frau, das machen wir aber jetzt nicht, weil ich will ja jetzt mal nach dem Fight. Weißt du, wie ich gekämpft habe gerade gegen die Riesenmaschinen? Nee, Pause, ich mache jetzt eine Pause. Wir wollen ja alle was von mir hier, oder? Ich suche einen ruhigen Raum. Ah, hier ist ruhig. Hier verstecke ich mich. Ja, ich beende das nämlich jetzt mal an dieser Stelle. Das war's also mit Wolfenstein 2. Ich kann jetzt wohl noch einige der Missionen erfüllen, die ich zwischenzeitlich nicht gemacht habe. Oder hatte ich irgendwie keine Böcke drauf da mit der Enigma-Maschine und dann die Plätze aufsuchen. Ob ich das filme, mal gucken, vielleicht haue ich irgendwann so nochmal ein Part dazwischen. Mit einigen dieser Missionen. Ich werde wahrscheinlich einfach mal aufnehmen, mal gucken, wie die so sind. Und vielleicht kloppe ich das dann auch raus. Jetzt jedenfalls war es das mit Wolfenstein 2. Ich habe es tatsächlich beendet. Ich habe es geschafft, jawohl. Und ich muss sagen, mir hat es auch wieder sehr gut gefallen. Hat mir viel Spaß gemacht, das Spiel. Hat jetzt nicht wirklich viel Neues geboten zum letzten Teil. Aber ich mag diese überzeichneten comicartigen Charaktere hier wirklich sehr. Finde die alle richtig cool und die Geschichten, also die hier zu beobachten, wie sie agieren und so, und dann die ganzen schrägen Einfälle, das gefällt mir schon extrem, muss ich sagen. Und das Rumgeballer ist natürlich auch sehr spaßig übertrieben, bisschen splatterig und so, also mit einem gewissen Fun-Faktor. Von daher kann für mich ein dritter Teil
gerne kommen. Yo, ich habe noch diese eine Auskopplung hier liegen von dem ersten Part. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Aber ich habe die hier liegen, irgendwann mal günstig gekauft für 12 Euro und nie gespielt bisher. Hätte ich auch mal nachholen. Ob ich das jetzt wirklich aufnehme, weiß ich nicht. Aber das muss ich auch noch zocken. Jo, und sollte ein dritter Teil in Planung sein, habe ich jedenfalls noch ein bisschen Futter bis dahin. Naja, das Wolfenstein 3. Wie hat euch das Spiel gefallen? Ihr könnt es ja gerne mal in den Kommentaren hinterlassen. Über meine Schießkünste, da müssen wir jetzt nicht diskutieren, ne? Die lassen wir mal so stehen. Aber ihr wisst ja, ich gehe das alles ein bisschen geschillter an. Ich gucke halt lieber gerne rum und so. Und das passiert mir auch mitten in den Gefechten, dass ich plötzlich stehen bleibe. Nein, Ruhe. Nein, nix wie ich hörte. Und ne, auch mitten in den Gefechten bleibe ich schon mal stehen und gucke mich einfach um. Jo. Na gut, das jedenfalls war es. Von daher wünsche ich euch was, ne? Und gucken wir mal, was ich als nächstes für euch habe. Also, macht's gut, bis die Tage und ciao.